Wie schmeckt dir der Kavenzmann? Lecker! Lecker! Und dir? Lecker! Und dir? Lecker. So, wir sind in Königs Wusterhausen bei Pizza Planet mal wieder unterwegs im, im Namen des guten Geschmacks. Des guten Geschmacks. Ein Gaumenschmaus, wie er auf der Speiseliste von Pizza Planet steht, der Kavenzmann. Wir sind da und wir haben sozusagen hier die Jury, ja, das ist die offizielle Jury, die Pizza Planet Jury, und die sagt, dass der Burger lecker ist. Ja! Lecker! Super, schlagt mal ein. Hallo! Die Lollis, die wir euch versprochen haben, die kommen später, okay? Die Bestechung hat sozusagen funktioniert. Ja. Ja. Alles super. Danke, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Großen Hunger? Ja. Riesengroßen Hunger? Ja. Ja? Weil der Kavenzmann ist genau das Richtige für euch heute. Bam! Super. Was hast du gesagt? Ja, wir haben uns jetzt auch einen bestellt, einen Kavenzmann. Ja, klasse. Lasst euch den schmecken, ja? Ja. Offiziell. Ja. Super. Den Kavenzmann. So, mein lieber Freund, wo atmest du die ein jetzt? Ja. Bald jetzt Prüfung? Meine Fresse, sagt er. Meine Fresse. Na dann. Los. Na dann. Haut da rein. Auf drei. Drei. Oh. Und nur Sommermann. Sommerkavenzmann. Nur Sommermann. Kavenzmann. Und wie ist er? Wie schmeckt er? Top. Super. Merkst du das mit der Soße? Wie schön. Sag mal, wie schmeckt denn der? Lecker. Super. Lassen wir schmecken. So, wir sind immer noch in Königs Wusterhausen, haben hier eine Menge Spaß. Es kommen eine Menge Leute vorbei. Wir freuen uns sehr, schreiben hier ein paar Autogramme. Kommen auch Leute von außerhalb, worüber wir uns auch sehr freuen. Sogar Leute aus Berlin sind rumgekommen. Und wir haben hier eine tolle Zeit und ja, macht Spaß. Aber wo seid ihr gerade hergekommen? Duisburg. Aus Duisburg? Nur für euch aus Duisburg. Das gibt's da ja nicht. Ganz spontan. Fünfe drauf, da freuen wir uns sehr drüber. Bäm! 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 Schön. Darauf würde ich sagen, laden wir uns auf den Kavenzmann ein. Sehr gerne. Wow! Wir laden euch zum Essen ein, okay? Ja, zum Essen. Zum Essen ein. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Lasst es euch schmecken. Lasst es euch schmecken. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Alles Gute für euch. So, offiziell bestanden? Super, 1A. Super. Schmeckt gut, ja? Klasse. Absolut geil. So, meine lieben Freunde, wie es natürlich in jedem Geschäft auch ist, haben wir hier natürlich auch mal in KW, in Königs Wusterhausen, unsere erste Beschwerde. Ja. Damit muss man umgehen können. Und dann gehen wir mal zu der Beschwerde über, was haben Sie denn, junger Mann, was ist denn passiert? Super auf dem Pullover. Der Kavenzmann war so geil, es hat nicht gepasst in die Hände. Ach, das ist ja dann ja keine Beschwerde. Du, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und also, rinn damit oder du lässt es so, wie es ist. Und das ist halt die schönste Erinnerung an den Kavenzmann. Ich finde den aber auch sehr sympathisch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ganz ehrlich, das muss halt... Beim Burger ist ja so, der muss ja kleckern. Wenn der Burger nicht kleckert, ist halt so trocken. Dann ist halt so trocken, dann haut er irgendwas nicht hin. Also ist das ja keine Beschwerde. In dem Sinne sind wir ja fein. Alle dude, mein Olla. Von daher, ja. Hol dir einfach noch einen, damit es symmetrisch aussieht. Auf den nächsten, genau. Wie ist es? Schön, dass du da warst. Danke. Danke, Mann, danke. Da bin ich ja mal gesagt, was das Robot-Mädchen zu unserem Burger sagt, zu unserem Kavenzmann. Kick doch mal. Erstmal gespannt, ob ich den überhaupt in die Hand bekomme. Nack. Dann guten Appetit. Oh. Jetzt sag mal, dass sich die Fahrt gelohnt hat, ey. Ist doch der Hammer, oder? Das muss so sein, das muss so. Der Käse, der ich schmolz, unterstreicht dein Teint. Super. Mega. 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 Ja? Gib dir das mal an hier, Junge. Und die süße Pia, ist heute auch vorbeigekommen. Sie hat zwar nicht so gute Laune wie sonst immer, aber ich glaube, sie hat auch gerade erstmal noch eine Runde geschlafen. Pia, sag mal, Feuer und Flamme. Ich bin das Feuer, die Flamme. Ich bin das Leben in dir. Ja, Jungs, auf CD hört ihr euch definitiv besser an. Aber Pia kommt schon irgendwann noch mal lang, wa? Ach, na klar. Na klar. Kleine Maus. Schmeckt gut. Schmeckt gut, wa? Hier drin. Lass ihn dir noch einen mitnehmen. Ja, lass ihn dir schmecken. Achso, nimmst du einen mit. Okay, sehr schön. Siehste. Pias Papa sagt auch, das haut hin. Ich würde sagen, das war wieder mal ein Fest des Gaumenschmauses namens Kavenzmann. Wir nutzen vielleicht dieses Video auch mal, um uns bei einigen Leuten zu bedanken, die uns da sehr unterstützt haben. Wir sagen mal Danke in Richtung El Loco Berlin. Der El Loco hat uns mit der Soße ganz fantastisch unterstützt. Und natürlich einen recht herzlichen Dank auch an Pizza Planet, die so geile Typen sind,
dass sie mit uns die Aktion hier durchziehen und den Kavenzmann einfach unter die Leute bringen. Wir freuen uns da sehr drüber. In dem Sinne sagen wir beide einfach recht herzlichen Dank an unsere Partner, was den Kavenzmann angeht. Macht weiter so, Leute. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Stadt, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Stadt. In dem Sinne, schön, dass ihr mal wieder eingeschalten habt und dann bis bald. Ja, macht's gut, Freunde. Tschüss. Tschüss. Das sind nämlich genau die Momente, wo wir dann immer wieder sagen, das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Da auf jeden Fall danke für dein Vertrauen, dass du dir unsere Zeilen auf deiner Haut tätowierst. Sprechen wir dir aus der Seele, sagst du? So, und hier haben wir nochmal den Leuchtturm. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, denn deine Oma ist gestorben und du hast ihr den Leuchtturm auf deiner Haut gewidmet, um dich immer an deine Oma zu erinnern. Und dann hast du erst festgestellt, dass es auf dem Haudegen-Album namens En Garde einen Song gibt, der da heißt Leuchtturm. Jawohl. Also haben wir sozusagen einen Zusammenhang und die Brücke hergestellt und das ist ein wunderschönes Tattoo-Werk, dir sagen. Dennoch unsere Zeilen hier von Flügel und Schwert. Die Zeiten sind rau, die Moral liegt getreten am Boden. Es ist wundervoll. Schönen Dank. Ich danke euch. Danke dir.